Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Martini Performance GmbH. Wir sind ansässig in Dortmund in der Klöne Straße. Doch wir befinden uns auf der wunderschönen, aschkalten Lassisee. Der April zeigt, was er kann. Ja. Für diesen Tag haben wir uns überlegt, fahren wir ein Auto, was wir schon mal auf dem Channel hatten. Und zwar von diesem Herrn. Guten Tag. Der Fabius Fabio aka Mr. Ford. Hashtag Ballern. Ballern will keinen Arm, ich baller gerne, ne? Hashtag. Hashtag Ballern. So, ein Auto, was die Nordschleife, glaube ich, so zwei Runden bis drei Runden. Könnten auch vier gewesen sein. Meinst du? Hast du die geschafft? Vier. Also bin ich nicht zu Ende, weil ich die Feder gebrochen, stimmt. Richtig. Ja, nein, okay, ein Auto, was die Nordschleife wirklich in- und auswendig kennt, was sehr viele Nordschleife-Runden hat, was würdest du tippen? 400-500 jetzt. 400-500 Runden. Mhm. Auf dem Auto, was kannst du mir sagen zum letzten Video? Wir machen mal ganz das letzte Video rein. Das vollgetankt, okay. Hätte ich nicht gedacht. Ohne Fahrer. 1056 Kilogramm wiegt der Fiesta ST, hinten leergeräumt mit Käfig, kleine leichte Räder. Okay, also was hat sich geändert? Viel. Beim letzten Video war ich ja so ein bisschen demotiviert, was Gewicht anging vor allem. Ja. Deswegen bin ich dann erstmal rangegangen, weil drinnen vorne war ja noch alles Serie, also Türverkleidung, Thermomatten, Boden, alles rausgeworfen. Dafür aber den Käfig rein. Ja. Jetzt haben wir nur ein Bügel drin. Und ja, viele Kleinigkeiten. Also an der Ansaugung noch ein bisschen was geändert. Lenkrad ist bezogen worden. Was wir aber machen gleich, das müssen wir eh noch nachreichen. Wir fahren erst Lassisee in dem Video und dann gehen wir auf den Prüfstand und dann wiegen wir. Oder dann wiegen wir und dann Prüfstand. Müssen wir gucken. Ja. Ja, ob hier deine schönen Pappen und der Käfig was gebracht hat. Weil Käfig ist ja schon drin. Es sind noch ein paar Kilo extra, aber das muss halt sein. Ne? Aber die Sitze sind auch anders, das sind andere Sitze als letztes Mal. Okay. Hat sich ein bisschen was geändert. Hat sich die Rundenzeit verbessert? Abhängig vom Fahren. Weil ganz ehrlich, wenn man ein Auto, so krass, wenn man ein Auto neu hat, man fährt damit, und man verändert gar nichts zwischen der ersten Runde und der 400-500. Runde, ändert sich viel. Also die Rundenzeit hat sich schon ein bisschen verbessert. Ich muss aber dazu sagen, ich fahre gar nicht mehr so viel auf Zeit. Ich gucke überhaupt nicht mehr auf die Uhr. Also wenn, gucke ich mal, wenn ich Videos gemacht habe, danach halt, was ich dann gefahren bin. Okay. Mir geht es mittlerweile echt viel mehr um den Fahrspaß an der Sache. Weil mit dem Auto finde ich habe den ausgereizt. Schneller, viel schneller werde ich damit nicht mehr. Das ist schon ziemlich am Limit für mich und mittlerweile, ich fahre sogar, ehrlich gesagt, mittlerweile lieber im Regen. Deswegen habe ich auch die Reifen drauf, nicht echte Semi-Slicks, sondern welche, die noch viel Negativprofil haben, dass es im Nassen auch gut funktioniert. Weil ich da mittlerweile mehr Spaß dran habe, wenn das alles so ein bisschen instabil ist. Ja. Gerade mit so einem Frontkratzer, das kannst du ja alles abfangen, wenn er mal rutscht. Also schreit es vielleicht auch nach einem neuen Auto? Ja. Also ein Auto, was der nächste Step ist, zum Beispiel der Antriebsstrang ist zum Beispiel... Hinten. Ja. Vielleicht mal 100 PS drauf oder sowas. Genau, das wäre jetzt so der nächste Schritt. Also da bin ich echt schon am gucken, was jetzt als nächstes kommt. Ich will den nicht weggeben, ich will den auf jeden Fall behalten. Gerade wie gesagt, im Nassen macht er mir so viel Spaß, aber ich glaube, ich muss jetzt mal langsam auf was mit Heckantrieb und ein bisschen mehr Leistung umsteigen. Was für eine Zeit, wie man so messen kann, bist du, ich weiß, ist schwierig. Kein Kommentar. Okay. Unter 9, sage ich immer. Das reicht. Ja. Was ja für so einen Stuhl schon mal okay ist. Ja, ich habe ja letztes Mal schon eine Zeit gesagt und die habe ich auf jeden Fall unterboten mit dem Auto. Aber es reicht. Also du kannst viele damit ärgern, aber 150 PS sind halt 150 PS. Also, ja, sobald Richtung Metzgesfeld geht oder sowas und du hast dich da rangekämpft, bis zu da, also Fuchsröhre durch, dann kommst du hoch Richtung Metzgesfeld und dann frisst er dich auf. Bergwerk, ne? Ab Bergwerk ist erstmal, da kannst du Kaffee trinken. Ja, da musst du auch aufpassen, dass du nicht im Weg stehst. Ne? Genau. Ja, wir wollen jetzt rausfinden, was die Lassisee-Zeit ist. Ich habe es gelesen in den Kommentaren, ihr wollt unbedingt, dass wir ein Auto fahren, was ein normales Auto ist. Das ist auch kein normales Auto. Aber ich habe mir das fest vorgenommen, dass wir demnächst einfach mal wirklich, was würdest du sagen, Moro? Was wäre, weil die schreiben es ja wirklich oft, wir würden gerne mal eine Referenzzeit haben. Ja, genau. Ja, dann müssen wir die ganzen Hatchbacks durchgehen. Nein, normales Auto. Wie ein normales Auto? Ach so. Man merkt, wir sind alle so gar keine normalen Menschen. Wie normal. Also kein R, kein GTI, meinst du? Ja, oder? Einfach ein Auto. Ja, würde ich aber auch die Hatchbacks durchgehen, also auch so. Nee, eins reicht. Normaler Golf 1.0 TSI oder sowas. Oder ein Renault Twizy, wie wär's denn damit mal? Ein Twizy? Ja, genau. Nee, aber nein, also ein wirklich normales Auto. Wir müssen gucken, was wir da nehmen. 2 Liter TDI, Passat oder so. Das ist so das Normalste, was es eigentlich gibt. Um zu wissen, wo sich das Auto einfach bewegt. Weil wir momentan immer nur Ballermänner fahren, aber man hat keine Ahnung, wo die Referenzzeit so wirklich liegt. Wenn du mal so 5 Runden fährst, die Bremse weich wird und so Geschichten dann. Bremse ist hier ein ganz großes Thema auf der Strecke. Glaub.
Autos bis jetzt, die es geschafft haben, war GT3 hatte keine Probleme. R8 ging auch noch relativ gut klar, aber darunter auch große Ballermänner-Autos haben alle tierisch Ärger hier gehabt mit der Bremse. Die kriegen halt hier keine Luft. Genau. Die werden nicht gekühlt. Haben drei harte Verzögerungen und kriegen halt kaum Luft. Okay, was muss ich noch wissen? Sollen wir einmal Motorraum reingucken? Letztes Mal hatte ich ja noch, falls du dich erinnerst, den Serienluftfilter, der hier drauf saß, mit diesem Ansaugweg einmal so rum, da unten in die Ansaugweg, also so ungefähr 35 Meter Ansaugweg, durch so einen kleinen dreckigen Luftfilter. Ja. Und jetzt haben wir hier von Mount Tune eine Ansaugung drunter, die sollte zumindest einen kleinen Unterschied machen. Ja. Was ist das hier? Da geht eigentlich die Kurbelgehäuse und Lüftung rein in die Ansaugung, dass er sich das zieht. Das ist geschlossen, genau, das wollen wir nicht. Okay. Deswegen ist da ein Stopfen drauf. Das, also was ich vorne an Optimierung halt noch sehe, ist die Batterie vor allem. Die wiegt irgendwie 15 Kilo. Mhm. Da kann man noch was machen. Was ist das hier? Warum hat er da einen Adapter auf der Servopumpe? Das ist die Servopumpe. Und normalerweise sitzt der Servoölbehälter hier drauf. Ja. Und hier ist so viel Wärme, dass das Servoöl anfängt zu kochen. Super. Das haben wir jetzt rübergelegt nach da hinten, weit weg von der Motorwärme. Und hier ist auch noch ein Servoölkühler drin. Das ist echt so eine Krankheit von den Autos, das muss man irgendwie in den Griff kriegen. Nee, geil. Ja. Weil das ist super nervig, wenn er dann anfängt zu ruckeln. Genau. Weil wenn die Servoflüssigkeit nämlich zu heiß wird, dann erstmal kann sich Luftbläschen, glaube ich, bilden sogar, ne? Ja, und fängt an zu fressen. Dann irgendwie. Richtig, genau. In den Pumpeneinheit fängt auch an zu fressen. Aber du hast ein sehr indifferentes Lenkgefühl. Ne? Du hast das Gefühl, dass du gegen so, dass es mal so losbricht, dann mal wieder stärker ist. Und das ist natürlich bei so einem Auto, was du auf Zeit bewegen willst, auf so schnell bewegen willst, echt Todesstrafe. Okay. Hast du einen Tipp? Natürlich hast du einen Tipp. Hast du eine Hoffnung? Nee. Ich habe eigentlich recht niedrige Erwartungen an das Auto auf dieser Strecke. Ja, nee, muss ich echt sagen, ohne tiefstapeln zu wollen, aber für die Strecke ist das Auto einfach nicht gemacht. Der braucht Schwung. Das ist ein Sauger, das heißt, untenrum kommt gar nichts. Aus den langsamen Kurven wirst du dich langweilen. Du kannst halt, mein Tipp wäre, fahr so viel du kannst halt mit Schwung. Das Ding muss rund und mit viel Schwung fahren. Ja. Das Fahrwerk ist halt auch eigentlich für hier zu weich. Für Nordschleife muss ja alles ein bisschen weicher einstellen. Es sieht mir für meinen Geschmack sehr tief aus und vor allen Dingen ist die Hinterachse sehr hoch. Ja, die Keilform ist bewusst. Um ein bisschen mehr Druck auch vorne drauf zu haben. Ja, okay. Also das ist so eingestellt. Trotzdem will ich einen Tipp von dir. Unter 1,10 sehe ich den gar nicht. Wie ist denn die Bremse? Bremse kann was, Bremse kann nicht, Bremse muss warm sein. Muss die ein bisschen warm fahren, aber dann ist die okay. Ich bin nicht so ganz happy mit der neuen Flüssigkeit. Du suchst manchmal so ein bisschen den Druckpunkt. Aber nee, aber wenn du dann trittst, ist die da. Die wird auch nicht zu heiß, ne? Nein, sei nur gewahr, also zumindest im Vergleich zu vorher finde ich den Druckpunkt nicht mehr ganz so stabil, aber der ist nicht weg. Also du musst ein bisschen fester treten, dann ist die auch da, du musst nicht irgendwie pumpen oder so. Ja, okay. Also, da keine Sorge. Sag mal einen Tipp. Sag du mal einen Tipp. Ich sag... Das ist immer gut, wenn er zuerst macht. 1,59. 1,10, aber niedriger kann ich mir nicht vorstellen. 1,10 ist schon echt optimistisch. Wäre G-Klasse? Nee. Das ist schwer. Ich sag 1,7. Der beschleunigt nicht so stark. 1,7 ist auch. Ich sag knapp unter 1,06. 1,58. Und bevor wir uns hier im Kopf und Kragen rammeln, ballern wir lieber, ne? Hashtag ballern, wir steigen ein, los geht's. Tschüss. Also was auf jeden Fall nicht gut ist, ist, wie indifferent diese Schaltung ist. Guck mal hier, Leute. Ich bin immer noch im Gang drin, weißt du? Das Auto ist so stark modifiziert. Also verschalten kann ich mir schon gut vorstellen. Nicht so langsam. Das hört sich auf jeden Fall ernst an. Ich komme mir vor wie so ein Trucker. Okay, verstehe. Nein, ist nicht langsam. Das ist gut. Ist überhaupt nicht langsam. Warum sollte auch? Wegen Sauger 150 PS halt. Das ist halt so das einzige, der einzige Punkt. Ne? Wir haben auch andere Autos gehabt mit 150 PS oder in dem Raum. Moderner. Aber das Ding ist echt leicht, hat echt einen bissigeren Reifen als ein normaler Reifen. Ich glaube, wir sind alle falsch. Man merkt halt, dass die Karre unfassbar leicht ist. Ne? Ja.
ist auf jeden Fall, was soll ich sagen, nicht auf dem Level wie die Motorleistung und Gewicht, ne? Das ist schnell, Fabio. Das ist schnell. Ich korrigiere meine Zeit. Oh, was? Ich würde korrigieren, glaube ich. Ich gehe ganz leicht runter. Ich sage 1,5 glatt. Das habe ich ja gesagt. Nee, du hast 1,7 gesagt. Stimmt. Ich habe 1,59 gesagt, aber ich gehe es auf 1,5 glatt. Oh, vielleicht sogar noch schneller. Ich glaube auch noch schneller. Ich sage 1,45. Ich sage 1,3. Sehr krass. Lenkübersetzung ist echt scheiße. Das wäre echt geil, wenn das Auto ein anderes Lenkgetriebe hätte, eine andere Lenkübersetzung. Das würde dem so gut tun. Weil guck mal, was ich hier machen muss. Ja. Wie viel ich hier am Rumrudern bin, dass das Auto mal so langsam in die Kurve fährt. Plus, was man nicht vergessen darf, du bist auch noch drin. Ja. Das ist ja wirklich bei diesem leichten Gewicht ja, echt nochmal ein Faktor. Ja, und vor allem bei dem nicht vorhandenen Drehmoment. Okay. Aber wir sind noch nicht gestartet. Da kann natürlich jetzt echt viel Scheiße passieren, ne? So. Runde Nummer 1. Schon merkt es, dass das Auto warm wird. Also Bremse hat jetzt schon einen späteren Bremspunkt. Das ist halt der Punkt bei Lassisee, der wirklich, wirklich schlimm ist. Es sind die Temperaturen der Bremse, die einfach eine unfassbare Belastung macht. Aber das müssen wir jetzt toppen. Die 1 und 2.
haben die Jungs so nicht gedacht. Dann machen wir hier auf Aufnahme Stopp. Ich habe extra schon weggemacht. Die Leute haben es ja schon gesehen. Die Leute haben es ja schon gesehen. Ich will wissen, was du denkst. Ja, wenn du so begeistert bist, dann sage ich 1,35. 1,201. Boah. Paar wird gesagt 1,20. Ja. ja, komm. Warte, ich komm rein. Komm mal. Ja, also Auto ist kochen heiß, sprich Bremse, Reifen, ist alles sehr, sehr, sehr warm. Ja, habe ich aber gerade auch schon gesagt, dass das für diese, ist echt krass, diese Strecke fordert es so extrem, obwohl das Auto so leicht ist. Ja. Aber die Zeit ist geil. Ne? 1, 2, 1 hätte ich so nicht gedacht. Ja. Wirklich nicht. Das ist echt gut. Ja, macht, also Fehler sind kein Sperrdifferential, Lenkwinkel, also kein Sperrdifferential, Lenkwinkel, Schaltung, Bremspunkt. Es sind schon ein paar Sachen. Also das Auto kann definitiv unter einer Minute fahren, ja. Ja, Sperrdifferential sehe ich auch so ein bisschen Stress. Leistung finde ich eigentlich voll geil. Ne? Ich auch. Macht voll Spaß. Leistung finde ich auch echt gut. Da kann man echt schon ein paar Leute mit hart ärgern. Ja. Hier die Kurve ist echt schwierig, weil erster Gang nein. Also da ist das Sperrdifferential ein Riesenproblem hier in der Kurve. Ja. Und dann ist das schon mit dem 2-Liter Saugmotor echt eine Ansage, weil da kriegst du die Power nicht runter. Wie man hier von Power reden kann, aber du kriegst sie trotzdem nicht auf den Boden. Ja, ich will trotzdem noch Fabios Reaktion sehen. Ja. Wir fahren mal eben zurück und dann gucken wir mal, was er sagt. Okay. Was sagst du? Ja. Was sagst du? 1,10. 1 Minute 201. Ach Quatsch. Doch. Aber das war klar. Das wusstest du selbst. Nee. Nein, echt nicht. Ich habe den komplett wirklich auf langsam geschätzt hier. Also die Power ist gut. Ja, die Leistung. Das Differential ist halt scheiße. Ich habe ja gesagt, man glaubt bei so wenig Leistung, ach, Diff ist nicht so wichtig. Volles Rohr. Wer weiß. Ich habe dich hier heulen gehört die ganze Volles Zeit. Volles Rohr. Und ich habe versucht, mit einem flacheren Lenkwinkel da irgendwie, aber du kommst nicht, es geht nicht. Du musst das so fahren, das Auto. Ja. Also wenn du das Auto so fährst, dass es nicht quietscht, dann fährt er 1,10. Das stimmt, dann fährt er 1,10. Ja. Ja, auf der Nordschleife hast du halt eigentlich nur eine Kurve, wo das relevant ist. Sonst ist es egal. Ich habe das selten, dass was durchdreht. Ich fahre ja unter dritter Gang, fährst du ja nicht. Ja, aber ich sag, Schaltung was machen, ja. Bremse was machen, Differential Bremse was machen. Auch? Ja. Was stört dich? Bremspunkt und Bremskraft. Also die, ne, sag ich ja, die Flüssigkeit, da bin ich nicht so happy mit. Bremskraft auch. Okay. Also wenn du voll reingehst, dann kommt dann auch der ABS, also das bremst dich nicht so. Ja gut, geil. Das ABS, ne, das traue ich mich nicht ganz rauszunehmen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also gerade dann so Pflanzgarten nach dem Sprung oder so. Da reicht der Sattel dann auch nicht aus. Du hast ja quasi so, und willst das irgendwie dosieren. Genau. Aber ich sag, das Auto kann unter einer Minute fahren mit den Modifikationen. Ja, Diff würde schon großen Unterschied machen. Das aber wie gesagt, ich, auf der Nordschleife merke ich es halt kaum, dass ein Diff fehlt. Ne? Ich habe ja diesen Winter wirklich überlegt, einen Diff einzubauen. Aber das ist das Investment für das Auto für Nordschleife nicht wert, finde ich. Was kostet das Diff? Das Diff kostet, ich meine, 1.000 Euro. Plus nochmal den Einbau, einmessen. Lohnt sich nicht. Nein. Nicht für, wenn du ein Low-Budget-Ringtool fahren willst, brauchst du keinen Diff bei der Leistung. Aber cool, freut mich. Ja, mich auch. Bin echt. Aber ich wusste, dass die Zeit nicht passt an der komischen Voraussetzung. Was hast du nochmal gesagt? Eins. Er kann immer korrigiert. Ja, meine letzte Schätzung war 1,45. Nee, geht schon vorbei. Das ist die Downforce hinten, das ist die Spoilerlippe. Das ist. Ich glaube, es ist mehr der Aufkleber. Hashtag ballern. So, Mr. Sequel ist am Apparat. Wir sind jetzt auf dem Prüfstand. Hatten ja gerade eine fantastische Zeit. 1, 2, 1? Weiß ich nicht. 1-2 irgendwas, was ja eigentlich schon mal ganz gut ist. Das ist cool. Jetzt messen wir noch mal eben, wollen gucken, wie viel Leistung das Ganze gebracht hat, weil eine andere Ansaugung ist nämlich jetzt drin. Der Krümmer war schon vorher, Kurbelwellenlüftung ist auch neu. Du fährst dünneres Öl. Wir werden demnächst auch eh mal ein Video machen, wo wir separat mal ein Auto messen mit 10W60 und dann noch mal irgendwas dünneres, 0W40 oder sowas, um zu gucken, wie der Vergleich wirklich ist, ob da wirklich Leistung bei rauskommt. Und ich würde sogar sagen, wir machen irgendwie 5 Messungen. Und 5 Messungen, ne, um die Streuung da auch wirklich auffangen zu können. Und die Ansaugung, sonst war's, ne? Ja, seitdem haben wir vernünftigen Sprit getankt. Ja. Stimmt, 95 Oktan war vorher drin, jetzt haben wir 100 Oktan drin. Und wir haben 27 Grad beim letzten Mal gehabt, jetzt haben wir eine andere Temperatur. 17. Wie viel? 17. 17 Grad. Okay. Bisschen kühler. Genau. Wir würden einfach mal anfangen. Ich bin heute so ein bisschen neben der Spur, muss ich sagen.
Sorry. Messung und hast jetzt 158 PS, das heißt, es sind 10 PS draufgekommen. Was man ganz schön sieht, dass sie genau nach 5000 Drehungen stehen und dann spreizt das hier oben auf und du hältst auch wirklich diese 10 PS mehr. Genau, Newtonmeter sind es halt dann 3 bis 4. Trotz alledem ist das genauso wie bei dem anderen, dass ab 5000 Drehungen er dann doch das Drehmoment doch ein bisschen stabiler hält. Mhm. Also das ist ja das, wo du Nordsteife fährst. Ja. Ja, ist vor allem auch schön linear, der Leistungsunterschied. Das ist halt cool. Ja, genau. Also die Spreizung bleibt erhält ja. Das, aber beim Saugmotor ist es eigentlich auch so. Ne? Okay. Wenn er da so wieder wegbröckeln würde, dann würde irgendwas nicht stimmen. Der Füllungsgrad oder Zündwinkel, irgendwas würde dann korrigieren. Nee, er treibt dann hier oben hoch und dann bleibt er da oben auch. Und es sind halt wirklich echte 10 PS bei dem kleinen Auto, was schon echt ganz gut ist. Erste Messungen waren halt 27 Grad, jetzt waren es 19 Grad. Das spielt beim Saugmotor, sagen wir mal, jetzt mit einem PS oder anderthalb PS da rein. Aber es sind 10. Cool. Also schon, also ich fand auch beim Fahren merkt man schon einen Unterschied zu vorher. 10 PS merkst du ja schon eigentlich. Ne? Also ja, auf, wenn du auf Strecke fährst, denke ich mal auch, weil du auf Strecke ja wirklich nicht unter 5, ja, genau, 4,5 kommst. Das heißt, du hast eigentlich kontinuierlich 10 PS mehr. Das merkst du halt, ja. Wiegt halt auch nicht viel, das Auto, oder? Das finden wir nämlich jetzt raus. Das gucken wir gleich, genau. Auf geht's. Und da sind wir auch schon in der Werkstatt. Mhm. Fabio Schiffbereich, bitte walten Sie Ihres Amtes. Walten Sie. Okay, also geht's zurück. Und vor. Und einmal aus. Und einmal raus. Okay, was erwartest du für ein Gericht nachher? Ich hoffe, dass ich aufs Gleiche komme, weil ich ja den Käfig und alles reingeworfen habe, aber auch einiges rausgeholt habe. Ja, okay. Also wäre super, wenn er gleich viel oder weniger wiegt. 338 vorne rechts. Ja. 370 vorne links. Das sind 708 Kilo. Genau. Okay. 198 plus 217. Das sind 1123 Kilogramm. Schon Tank ist voll. Tank ist voll. Was wir vorhin noch erwähnt hatten, der Fabio erinnerte sich, wir hatten eine Messung mit 141 PS mit Luftfilterkasten komplett Serie drin. Ja. Und die 148 PS waren mit Luftfilterkasten demontiert. Ja, also ohne Luftfilter. Ohne Luftfilter, ohne Luftfilter. Im Luftfilterkasten. Genau. Also 1123. Ja, vorher genau 1056 gewogen, was auch auf dem Kennzeichen witzigerweise steht. Ja. Da haben wir aber ganz schön zugelegt. 70 Kilo. Käfig raus, ne? Genau, Käfig muss raus. Käfig muss raus. Beifahrersitz raus. Alles raus. Brauche ich eigentlich 4 Räder? Ja. Ich fand, manchmal. Es geht auch mit 2. Irgendwo geht fast nur rechts rum, ne? Du kannst eigentlich auch links. Ja. Ich denke, wir haben Überblick bekommen, was Fabios Tuning-Künste gebracht haben. Na komm, ich finde die 10 PS schon, also ganz geil. Mehr, 17 PS. 17 PS 17 über Luftfilter PS. Ist natürlich schon ein Wort. Ja. Gewicht haben wir ein bisschen drauf bekommen, aber Sicherheit rein. Ja. Und Rundenzeit ist echt ein Wort. Ja, Batterie kommt noch raus, das sind nochmal so 10 Kilo. Mhm. Also eine leichtere rein, da können wir nochmal was holen. Aber ich finde es gut. Ist okay. Für ein Ring-Tool. Tschüss.